Es geht darum, im Jetzt zu leben und das beste Leben zu führen, das man führen kann. Langlebigkeit wird hoffentlich für mich zu einer Dividende, etwas, das als Ergebnis davon geschieht. Als jemand, der selbst experimentiert, habe ich selbst eine Keto-Diät angefangen und ich war von zwei Dingen überrascht. Erstens, dass es eine effiziente Diät war, aber ich war auch überrascht davon, wie schwer es war, dran zu bleiben. Man muss die Kohlenhydrate auf weniger als 15 Gramm pro Tag schränken. Und das wäre ein Apfel. Ein Apfel. Keine Pasta, kein Brot, kein Reis, keine Früchte. Es ist sehr schwer, ein normales soziales Leben zu führen, in ein Restaurant zu gehen und keine Kohlenhydrate zu essen. Das war wirklich der Hauptgrund, zu versuchen, ob es eine Alternative gibt, bei der man die meisten Effekte der ketogenen Diät nachahmen könnte, ohne die entsprechenden Konsequenzen. Willkommen bei Stay Young. Auf der Suche nach Wirkstoffen, die das Altern verlangsamen könnten, ist ein Nahrungsergänzungsmittel hochoffiziell zum Kandidaten der Forschung geworden: Ketonester. Aha, sagen Sie? Das hat was mit Keto-Diät zu tun? Genau. Hat was mit dieser Diät zu tun, ist aber keine. Das hochrenommierte Buck Institute for Research on Aging in Kalifornien hat von ganz oben einen US-Bundeszuschuss von immerhin 3,5 Millionen Dollar erhalten, um herauszufinden, ob uns Ketone als Nahrungsergänzung vor verschiedenen Alterskrankheiten schützen könnten. Und ich bin glücklich, dass ich jetzt den Chef des Buck Instituts, den Präsidenten und CEO, Professor Eric Verdon, zu diesem Forschungsprojekt fragen darf. Willkommen, Eric. Gut, dich zu sehen, Nina. Hast du selbst schon mal eine Keto-Diät gemacht, Eric? Ja, habe ich. Eigentlich ist das in gewisser Weise, wie das alles angefangen hat. Wir haben seit ein paar Jahren an der ketogenen Diät gearbeitet und daran, wie sie tatsächlich funktionieren könnte. Und als jemand, der selbst experimentiert, habe ich selbst eine Keto-Diät angefangen und ich war von zwei Dingen überrascht. Erstens, dass es eine effiziente Diät war, um sich besser zu fühlen, Gewicht zu verlieren, gute Blutwerte zu haben und so weiter. Aber ich war auch überrascht davon, wie schwer es war, dran zu bleiben. Und du weißt, die Keto-Diät bekam in den 70er, 80er Jahren wegen der Atkins-Diät einen schlechten Ruf, denn die hat im Wesentlichen empfohlen, alle Kohlenhydrate wegzulassen, auf Wurst und andere gesättigte Fettarten umzusteigen. Aber es gibt eine neue Form der Keto-Diät, die viel gesünder ist, aber immer noch schwer durchzuführen. Und im Wesentlichen, das weißt du, um in die Ketose zu gelangen, das ist, man muss die Kohlenhydrate auf weniger als 15 Gramm pro Tag beschränken. Und das wäre ein Apfel. Ein Apfel und keine Pasta, kein Brot, kein Reis, keine Früchte. Also ich fühlte mich gut dabei, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das keine sehr soziale Diät war. Und so kamen wir auf die Idee, vielleicht können wir tatsächlich die vielen positiven Effekte der Keto-Diät durch ein Supplement zusammenlegen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg dorthin. Sehr, sehr wenige Kohlenhydrate, kein Brot, keine Nudeln, kein Obst etc. Was passiert denn da nach einigen Tagen im Energiestoffwechsel? Es gibt einen Prozess namens Ketose. Und Ketose bedeutet, dass dein Körper diese neuen Produkte namens Ketonkörper produziert. Es gibt drei Ketonkörper, aber es gibt einen, der wichtigste ist. Er heißt Beta-Hydroxybutyrat. Einfachheitshalber werde ich ihn BHB nennen. BHB ist ein Molekül, das von deiner Leber aus Fett hergestellt wird. Der sicherste Weg, in die Ketose zu gelangen, ist das Fasten. Wenn du aufhörst zu essen und nur eine flüssige Diät einhältst, dann wird dein Körper innerhalb von 24 Stunden beginnen, diese Ketonkörper aus Fett herzustellen. Wenn du fastest, setzt dein Körper das Fett aus deinem Fettgewebe frei und ein Teil dieses Fettes geht in deine Leber, die das Fett in den Ketonkörper BHB umwandelt. Es gibt andere Wege, in die Ketose zu gelangen. Einer ist intensives Training, ein oder zwei Stunden Laufen, denn dann wird dein Körper ebenfalls Ketone produzieren. Und der andere Weg ist die Kohlenhydratrestriktion, also keine Kohlenhydrate und keinen Zucker zu essen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass BHB, der wichtigste Ketonkörper, tatsächlich eine unglaubliche Energiequelle ist. Wenn du in den Zustand der Ketose eintrittst, nutzt dein Körper nicht nur Fett, sondern beginnt auch BHB als Energiequelle zu verwenden. Es gibt zwei Organe in deinem Körper, die Ketonkörper wirklich lieben: dein Gehirn und dein Herz. Diese beiden Organe funktionieren am besten, wenn sie Ketone verwenden. Ich vergleiche mal Ketone als Brennstoff. Wenn du ein Auto hast, dann kannst du niedrigoktaniges Benzin verwenden. Du kannst auch Hochoktanbenzin verwenden oder Diesel. Und wir wissen, dass Hochoktanbenzin viel sauberer verbrennt.
Und dasselbe gilt für Ketone. Keton ist ein wirklich sauberer Brennstoff für deinen Organismus, viel besser als Fett und viel besser als Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, denken wir, es sei denn, du trainierst viel, sind einer der schmutzigsten Brennstoffe für unseren Körper. Und deshalb liegt so viel Wert darauf, die Menge an schnellen Kohlenhydraten, die du verwendest, welche zu minimieren. Welche positiven Auswirkungen auf die Gesundheit kann denn eine Keto-Diät haben, neben dem schönen Effekt der Gewichtsabnahme, also Herz-Kreislauf-Protektion, Diabetes 2, Reduzierung, weniger Entzündungen, vielleicht bessere Kognition, Stärkung des Immunsystems? Absolut. Und das ist eine der Dinge, die wir entdeckt haben. Die klassische Sichtweise auf Ketonkörper ist, dass sie Nährstoffe sind. Es ist eine Form von Energie. Aber was mein Labor vor etwa 15 Jahren entdeckt hat, ist, dass sie auch signalisieren können. Stell es dir vor wie ein Hormon. Und wenn der Ketonkörperspiegel in deinem Blut steigt, wenn du in der Ketose bist, aktivierst du tatsächlich eine antioxidative Reaktion. Was wir herausgefunden haben, ist, dass der Ketonkörper tatsächlich eine Schutzreaktion aktiviert, die deinen gesamten Körper gegen den Schaden durch freie Radikale schützt. Und das hat, wie du schon erwähnt hast, Konsequenzen für Entzündungen, den Glukosestoffwechsel, Gehirnfunktion und so weiter. Wenn ich an Ketone denke, denke ich an sie auf zwei Arten. Als Signalmolekül, das Schutz bietet, und als Nährstoff, eine hochwirksame Energiequelle. Also ich kann mir nicht vorstellen, so viel Fettes zu essen, aber bleiben wir bei den Fakten. Die Keto-Diät kann sich auf längere Zeit immerhin durchaus auch negativ auswirken auf unsere Gesundheit, oder? Also ich denke da an Vitamin- und Mineralstoffmangel, an Ballaststoffmangel, vielleicht auch Leber- und Nierenbelastung. LDL kann hochgehen wegen der hohen Mengen an gesättigten Fettsäuren und so weiter. Ist das richtig? Ja, alle Punkte, die du erwähnt hast, sind völlig korrekt. Es gab einige Bedenken und letzte Woche wurde eine Studie veröffentlicht, die zeigte, dass eine kontinuierliche ketogene Diät die Seneszenz erhöhen könnte, was wirklich nicht wünschenswert ist. Und sie zeigten in dieser Studie auch, dass zyklisches Ein- und Aussteigen aus einer Keto-Diät diesen Effekt tatsächlich eliminiert. Es gibt also Auswirkungen auf den Cholesterinstoffwechsel, von denen befürchtet wird, dass sie zu einer Zunahme von Arteriosklerose, Herzinfarkten und Schlaganfällen führen könnte. Es gibt also einige Bedenken. Viele davon sind mit der traditionellen Atkins-Diät verbunden, bei der im Wesentlichen viel gesättigtes tierisches Fett gegessen wird. Es gibt neuere Versionen der ketogenen Diät, die mehr pflanzenbasiert sind und gesünder erscheinen. Neben diesen Bedenken gibt es auch die Praktikabilität. Es ist sehr schwer, zumindest für mich, ein normales soziales Leben zu führen, in ein Restaurant zu gehen und keine Kohlenhydrate zu essen. Das war wirklich der Hauptgrund, der uns motivierte, zu versuchen, ob es eine Alternative gibt, bei der man die meisten Effekte der ketogenen Diät nachahmen könnte, ohne die entsprechenden Konsequenzen. Und ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben, aber wir haben sicherlich einen Teil davon nachgeahmt. Das Wichtigste zu wissen ist, dass, wenn man eine kohlenhydratarme Diät macht, man tatsächlich die Insulinsekretion minimiert. Und die Insulinsignalisierung ist einer der Hauptwege, die zum Altern führen. In all unseren Studien an Tiermodellen, wann immer wir versuchen zu verstehen, okay, was reguliert das Altern, kommt die Insulinsignalisierung immer als Hauptweg zurück. Es könnte zwei Dinge mit der ketogenen Diät zusammenhängen. Eines ist die Minimierung der Insulinsekretion, das andere ist der positive Effekt der Ketone. Und so arbeiten wir wirklich daran zu verstehen, wie man dies in einer Weise nachahmen kann, dass Menschen folgen und davon profitieren können. Deshalb ist der Ansatz natürlich schlau, nur die Ketonkörper als Nahrungsergänzung einzusetzen und auf die Keto-Diät zu verzichten. Nun wählt ihr in eurer klinischen Studie mit dem schönen Namen Take-Off nicht die natürlicherweise im Körper gebildeten Ketone, wie vor allem das BHB, also das Beta-Hydroxybutyrat, das es ja auch schon längst als Nahrungsergänzung gibt, sondern ihr habt eine Vorstufe dieser Ketone gewählt, die synthetisch hergestellt wird, Ketonester. Wieso denn das? Der wichtigste Ketonkörper ist BHB. Und die Frage, die wir stellen, ist, ob man tatsächlich viele der positiven Effekte der ketogenen Diät sehen kann. Und ich sollte daran erinnern, dass wir ein Experiment gemacht haben, bei dem wir Mäuse auf eine ketogene Diät gesetzt haben. 2 Wochen an, 2 Wochen aus, für ihr ganzes Leben. Und diese Mäuse lebten länger und waren viel gesünder. Ihre Gehirnfunktion wurde aufrechterhalten. Wir sahen also eindeutig einige wirklich interessante Effekte.
Eine andere Gruppe hier an der UC Davis sah genau dasselbe. Also wurden zwei Artikel veröffentlicht, die beiden einen wirklich klaren positiven Effekt zeigen. Die Frage ist wieder, ob man all diese Effekte nur mit BHB nachahmen kann. Das Problem ist, dass man Ketonsalze kaufen kann. Zumindest in den USA sind sie auf Amazon erhältlich. Ich vermute, man kann sie auch in Deutschland kaufen und man kann sie essen. Das Problem ist, dass sie sehr kurzlebig sind. Angenommen, man nimmt eine Dosis Ketonsalz, man wird für ungefähr 30 Minuten in die Ketose eingehen und dann ist es vorbei. Man müsste also den ganzen Tag lang essen und trinken. Damit einhergeht das Problem, dass man eine Überdosis an Salz hat, was an sich nicht gut ist. Die Idee, die wir hatten, war, ob wir den Ketonkörper BHB mit etwas anderem verbinden können, das ihn länger leben lässt und die ketogene Diät besser nachahmt. Und das haben wir getan. Und das sind die sogenannten Ketonester. Ester bedeutet, dass es die Art der Verbindung zwischen dem Ketonkörper ist, um die es sich hier dreht. Und wir haben dies auf eine wirklich, ich mag die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, es war tatsächlich eine lustige Entdeckung. Wir haben den Ketonkörper BHB mit einer Fettsäure verbunden und so wird die Fettsäure, wenn das Molekül in den Körper gelangt, von dem Ketonkörper BHB abgekoppelt. Der BHB gelangt in dein Blut und die Fettsäure gelangt zu deiner Leber, wo sie hilft, neue Ketonkörper zu produzieren. Und so wird fast eine Art kontinuierliche Freisetzung erzeugt und die Ketose wird für 4 bis 6 Stunden nach einer Dosis aufrechterhalten. Also die Ketodiät, die Ketone und die Ketonester, die kennt man in der Forschung ja schon seit 20 Jahren. Wieso hat denn das so lange gedauert, bis die erste klinische Studie weltweit am Menschen zu Ketonestern gestartet wurde? Jetzt nämlich unter der Leitung des BAC? Ich denke, das ist eine interessante Frage und ich denke, es hängt mit der gesamten Welt der Nahrungsergänzungsmittel zusammen. Weißt du, im Moment gibt es in den USA eine Explosion von Nahrungsergänzungsmitteln, die auf das Altern abzielen. Dies ist ein anderer Weg als der traditionelle Weg der Entwicklung eines Medikaments. Der Grund, warum zum Beispiel die Ketonsalze als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, ist, dass sie natürliche Produkte sind. Es ist also schwer, ein Patent darauf zu bekommen. Und der traditionelle Weg der Medikamentenentwicklung in den USA kostet etwa $1 Milliarde. Es ist extrem teuer. Und es begrenzt im Wesentlichen unsere Fähigkeit, potenzielle Interventionen in die Klinik zu bringen. Viele Wissenschaftler, Kollegen und Unternehmen gehen also den Weg der Nahrungsergänzungsmittel. Der Weg der Nahrungsergänzungsmittel bedeutet, dass man von der US-Regierung eine Akkreditierung erhalten muss, die wir GRAS nennen. Das bedeutet, dass etwas allgemein als sicher anerkannt ist. Man muss also einige Sicherheitstests durchführen. Wir glauben, dass unsere Verbindung, unser Supplement, sicher ist, aber man muss keine Wirksamkeit nachweisen. Man muss also keine klinische Studie durchführen, um zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Und das ist für uns als akademische Organisation offensichtlich ein Problem. Ich möchte nicht mit dem Verkauf eines Produkts in Verbindung gebracht werden, von dem ich weiß, dass es sicher ist, aber nicht wirklich nachgewiesen wurde, dass es einen Nutzen hat. Es gibt viele Vorteile in Tiermodellen, daher haben wir gute Hinweise darauf, dass es die gleichen Effekte bei Menschen haben wird. Aber Wünsche sind unterschiedlich von der Realität. Und der Gedanke hinter diesen klinischen Studien ist es, diese Ketonester auf eine strenge Weise zu testen, damit wir tatsächlich die Wirksamkeit in einer ganzen Reihe von Indikationen nachweisen können. Und so laufen diese Studien am BAC-Institut. Und wir sind ziemlich aufgeregt über die Tatsache, dass wir hoffentlich innerhalb eines Jahres oder so sagen können, wenn du dies nimmst, kannst du das erwarten. In der Zwischenzeit warten viele Menschen nicht auf die Beweise der klinischen Studien und schauen sich die Tierdaten an. Und das ist etwas, das du mit deinem Arzt tun kannst, wenn du interessiert bist. Um das Gespräch zu führen, kannst du wirklich die Literatur darüber anschauen, was diese Moleküle tun. Es gibt hunderte von Veröffentlichungen über diese Ketonester und ich denke, hoffentlich wirst du, wie ich, überzeugt sein, dass wir in der Zukunft viel Potenzial haben. Aber wir möchten es auf eine Weise demonstrieren, sodass es keine Diskussionen gibt. Die wichtigste nationale Behörde für Gesundheitsforschung der USA, das NIH, das National Institute of Health, hat eure Studie als, Zitat, grundlegende experimentelle Studie am Menschen bezeichnet. Das ist doch fantastisch, aber es wundert mich jetzt so ein bisschen, ihr seid jetzt die Ersten und habt $3,5 Millionen bekommen.
Warum jetzt erst? Ja, also wir sind nicht die Ersten, aber wie ich bereits erwähnt habe, gibt es im Moment eine Explosion von Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich denke, das erzeugt viel Verwirrung in der Öffentlichkeit, weil man all diese Produkte sieht. Sie erscheinen auf deinem Instagram und weißt du, es ist wirklich schwer, selbst für mich als Wissenschaftler zu entscheiden, okay, sollte ich es ausprobieren, was sollte ich nicht ausprobieren? Ich argumentiere mit den Leuten, dass dies etwas ist, das man mit seinem Arzt besprechen sollte. Obwohl ich sagen würde, dass viele der bestehenden Ärzte nicht wirklich über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich des Alterns informiert sind. Es gibt also eine Reihe von Langlebigkeitskliniken, die weltweit eröffnet werden. Dort gibt es Ärzte, die die Wissenschaft besser verstehen und bereit sind, mit ihren Patientinnen zusammenzuarbeiten, um sie durch Tests oder Experimente in gewisser Weise zu führen. Das gesagt, es gibt eine Reihe von Nahrungsergänzungsmittelunternehmen, die eine sehr aktive Vision bezüglich der Testung ihrer Nahrungsergänzungsmittel und der Demonstration ihrer Wirksamkeit haben. Ich finde das aufregend, um ehrlich zu sein. In gewisser Weise ist es eine kleine Revolution der bestehenden Ordnung, bei der man unbewiesene Nahrungsergänzungsmittel und bewährte Medikamente hat. Ich denke, der Nahrungsergänzungsmittelmarkt könnte in Zukunft wirklich den Medikamentenentwicklungsprozess beschleunigen, indem die regulatorische Belastung verringert wird. Offensichtlich wollen wir sicher sein, aber wir fühlen auch, dass es so viele aufregende neue Möglichkeiten gibt, die sich aus unserer Arbeit ergeben, dass wir dies in der Klinik bei Menschen sehen wollen. Dass ein Nahrungsergänzungsmittelunternehmen klinische Studien durchführt, ist wirklich der richtige Weg. Dies geschieht meiner Beobachtung nach bei immer mehr Unternehmen. Also jetzt erzähl mir noch ein bisschen mehr über die Take-Off-Studie. Was läuft da genau ab? Was erwartet ihr vor allem? Was sind eure größten Hoffnungen? Ich meine, eine Sache, die mich wirklich begeistert, ist, dass Gebrechlichkeit, die unglaublich schwächend ist und für die wir keine Behandlung haben, als medizinische Indikation anerkannt wird. Weißt du, wenn du über eine Krankheit sprichst, für die es 20 verschiedene Behandlungskonzepte gibt, dann ist es schwer zu sagen, warum du ein Nahrungsergänzungsmittel in diesem Fall testest. Aber im Fall von Gebrechlichkeit wissen wir, dass sie stark einschränkt. Es ist oft eine schlimme Diagnose mit bösem Ausgang für die Patienten. Und die Fähigkeit, tatsächlich mit etwas einzugreifen, einem völlig neuen Molekül, ist für mich als Arzt wirklich aufregend. Und wenn wir erfolgreich sind, wird dies hoffentlich der erste Schritt sein. Es gibt etwas sehr Aufregendes, das im Bereich des Alterns passiert. Wir entdecken und definieren neue Krankheiten, die in der Vergangenheit nicht beachtet wurden. Ich denke zum Beispiel an Sarkopenie, Muskelschwund, den Verlust von Muskelmasse, der mit dem Altern verbunden ist. Aber es ist auch mit Immobilisierung verbunden. Du hast eine Meniskusverletzung oder ein verletztes Knie. Du wirst höchstwahrscheinlich dein Bein nicht bewegen können und dein Oberschenkel wird sehr schnell seine Masse verlieren. Wir sehen dasselbe beim Altern. Der Verlust von Muskelmasse ist ein wirklich schlechtes Ergebnis und ein schlechtes Zeichen für jemanden, der altert. Das sind alles neue Indikationen. Gebrechlichkeit, Muskelschwund, das sind neue Indikationen, die der Bereich des Alterns voranbringt. Und die Fähigkeit, neue Moleküle für diese zu testen, wird hoffentlich transformativ für die Zukunft sein. Nehmen wir an, Take-Off hebt wirklich ab. Positive Effekte für einen Schutz vor mehreren Alterskrankheiten könnten signifikant nachgewiesen werden. Was könnte das für die Alternsforschung insgesamt bedeuten? Nun, hoffentlich wird es eine weitere Medizin in unserem Bemühen sein, uns gesund zu halten. Es gibt viel Fokus im Bereich des Alterns auf Langlebigkeit. Je mehr ich in diesem Bereich arbeite, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es bei Langlebigkeit um viel mehr geht. Es geht darum, im Jetzt zu leben und das beste Leben zu führen, das man führen kann. Ich lebe heute besser als vor 10 Jahren, sogar vor 20 Jahren, was mein Energieniveau, meine körperliche Stärke und all das betrifft. All dies geschieht, weil ich mich sehr auf das Jetzt konzentriere. Langlebigkeit wird hoffentlich für mich zu einer Dividende, etwas, das als Ergebnis davon geschieht. Ich gebe dir ein Beispiel für die Ketonester, die ich jeden Tag in kleinen Dosen einnehme. Ich finde es einfach und ich habe dir bereits gesagt, dass Ketone eine Wirkung auf dein Gehirn haben. Unser Produkt heißt Cognitive Switch, weil du es fühlst. Wenn du es nimmst, wirst du einen Zustand von, ich würde sagen, Energie fühlen, den du normalerweise nicht hast. Es ist ein bisschen wie Koffein, aber ohne die Auswirkungen auf das Herz. Das ist ein wirklich großer Aspekt für mich in Bezug darauf, was dieses Feld versucht zu tun, die Menschen jetzt gesünder zu machen. Unser Leben hat sich unglaublich verlängert. Wir leben im Durchschnitt in Deutschland und in den USA bis zum Alter von 80 Jahren.
Vergleiche das mit 38 Jahren im Jahr 1850. Wir haben also unsere Lebenserwartung verdoppelt, was unglaublich aufregend ist, aber damit einhergeht eine schwere Krankheitslast. Und so haben die meisten Menschen im Alter von 65 mindestens eine chronische Krankheit des Alterns. Die Qualität unseres Lebens im Alter ist also wirklich nicht das, was sich die meisten Menschen erhoffen. Und was der Bereich der Longevity wirklich versucht zu verstehen, ist, was ist der Zusammenhang zwischen dem Alterungsprozess und all diesen Krankheiten? Und können wir tatsächlich anders altern? Ich bin überzeugt, dass wir das können und wir sehen die Beweise dafür in Tiermodellen. Nonstop, besser altern, länger leben. Und ich denke, das ist wirklich die Mission des Instituts und meiner Arbeit, ehrlich gesagt. Also jetzt sag mir zum Schluss, wie schmeckt denn dieser Keton-Ester-Drink? Tatsächlich schmeckt unser Produkt sehr gut. Wir sind nicht das einzige Produkt auf dem Markt und wenn dich das reizt, dann lade ich dich ein, unsere Wettbewerber zu testen. Sie schmecken ehrlich gesagt schrecklich. Das ursprüngliche Produkt wurde tatsächlich als Mischung aus Nagellack und Kerosin beschrieben. Selbst unser Produkt der ersten Generation hat mir nicht gut geschmeckt. Aber dieses neue Produkt hat all das wirklich verändert. Es schmeckt wirklich wie ein süßer kleiner Joghurt oder etwas ähnliches. Ich bin optimistisch und begeistert, dass diese Geschmacksbarriere in Zukunft verschwinden wird. Also bitte verkauft das auch auf dem europäischen Markt, ja? Das war Professor Eric Worden, der CEO und Präsident vom Buck Institute, dem berühmten in Kalifornien. Danke, Nina. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine.